Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Stiftung Topographie des Terrors, ich darf Sie herzlich begrüßen zur heutigen Buchvorstellung. Sie sehen hier den Band, den wir vorstellen werden. Der Titel ist Fotografien aus den Lagern des nationalsozialistischen Regimes, des NS-Regimes abgekürzt, Beweissicherung und ästhetische Praxis. Der Band ist ein Sammelband mit Beiträgen in deutscher und englischer Sprache und wurde herausgegeben von Hildegard Frübis, Clara Oberle und Agnieszka Pufelska. Mein Name ist Thomas Lutz, ich bin Gedenkstättenreferent der Stiftung Topographie des Terrors und werde Sie durch diese Veranstaltung führen. Der Sammelband wird vorgestellt nachher von zwei Referentinnen und einem Referenten. Sie werden nacheinander sprechen. Ich werde sie jeweils vor ihrem Vortrag kurz einführen und eine kleine Überleitung machen. Ich denke, dass jeder Vortrag etwa 20 Minuten dauert und wir danach nochmal die Möglichkeit haben, zu viert etwa 15 Minuten miteinander zu diskutieren. Kommen wir zur ersten Referentin. Dr. Andrea Genest. Wir kennen uns schon sehr lange, von daher muss ich immer ein bisschen Acht geben, dass ich denke, alle andere Leute kennen Sie auch schon so lange und Sie entsprechend doch nochmal für Leute, die Sie nicht kennen, etwas genauer vorstellen. Ihre wissenschaftliche Tätigkeit als Zeithistorikerin hat sehr viel mit Polen zu tun. Sie hat sowohl mit der polnischen Zeitgeschichte als auch mit der Rezeptionsgeschichte des Nationalsozialismus gearbeitet. Darüber hinaus war sie Mitarbeiterin in zahlreichen Gedenkstätten über ihre Zeit in der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, woher wir uns auch schon kennen, unter anderem in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, aber auch in Deutschland, in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, in St. Bostel und anderen. Und sie war, und so steht es auch noch hier in dem Buch, sie war zwei Jahre lang auch Mitarbeiterin der Stiftung Topographie des Terrors in dem Dokumentationszentrum Schöneweide. Das Besondere, warum wir uns freuen, dass sie heute Abend hier ist, und das können Sie auch lesen, wenn Sie den Veranstaltungsflyer sich anschauen, ist, dass Frau Genest jetzt eine neue Tätigkeit hat. Sie ist Direktorin der Gedenkstätte, Mahnung Gedenkstätte in Ravensbrück und in dieser Funktion heute das erste Mal bei uns. Herzlich willkommen, Andrea. Der Inhalt dieses Buches hier, ich habe es vorhin schon zitiert, ist Fotografien aus den Lagern des nationalsozialistischen Regimes. Das ist ein großes Thema, aber doch auch ein Thema, was in eine Richtung doch etwas eingeschränkt ist. Deshalb haben wir uns in der Vorbereitung überlegt, dass es vielleicht doch sinnvoll ist, allgemein über die Fotografien im Nationalsozialismus sozusagen den Mantel zu liefern für das Buch, damit man das Besondere der Fotografien aus den Lagern dann auch verstehen kann. Von daher werden wir jetzt nicht den Beitrag, den Andrea Genest hier auch zu Bildern aus Ravensbrück geschrieben hat, behandeln, sondern haben Sie gebeten, sich darauf vorzubereiten, in etwa 20 Minuten uns in eine Einführung in diesen großen Thema zu geben, damit wir dann in den beiden folgenden Beiträgen hoffentlich gut auf das Buch und die besonderen Inhalte dieses Buches zu sprechen kommen können und dieses auch im historischen Kontext würdigen können. Andrea Genest, du hast das Wort. Vielen Dank. Und es ist wirklich sehr schön, wieder hier zu sein. Ich habe meinen Beitrag unterstellt unter dem Titel Fotografie im Nationalsozialismus, Fotografie in den Lagern. Fotografie war im Nationalsozialismus genauso populär wie davor und danach. Mitte der 20er Jahre war das Kleinbildformat eingeführt worden und trug enorm zur Verbreitung der Fotografie bei. Eine Reihe heute bekannter Fotografinnen und Fotografen konnte kurz danach ihre Karriere beginnen, wie etwa Gisele Freund oder Erich Salomon, beide Autodidakten. Anfang der 30er Jahre eroberte die Boxkamera ein einfach zu handhabendes Bildformat, Mittelbildformat, als Volkskamera die sich formierende Volksgemeinschaft. Schnell soll sie in 1 Million Haushalte zu finden worden sein und unterstütze dort die sich formierende Volksgemeinschaft. Die Fotografie trug also als ein in sich in dieser Zeit schnell entwickelndes Medium maßgeblich zur Bildwerdung des Nationalsozialismus bei. Ihr propagandistischer Wert wurde gesehen und gefördert, aber die auch in ihr steckenden Gefahren wurden wahrgenommen und einzuhegen versucht.
Diese Gefahren steckten vor allem im Wesen der Fotografie, ihrer schnellen Produktions- und Reproduktionsmöglichkeiten und damit den Möglichkeiten, Ereignisse schnell zu dokumentieren. Um sich der Frage zu nähern, welche Fotografien unsere Vorstellungen über die Lager prägten, habe ich einige Arten von Fotografien über den NS zusammengenommen, die unser Bildgedächtnis über den Nationalsozialismus heute bestimmen. Lange Zeit war es die ideologisch geprägte Fotografie, die die Ästhetik und die Formierung der neuen Volksgemeinschaft repräsentierte. Die Fotografin und Filmemacherin Leni Riefenstahl steht stellvertretend für diese Fotogruppe. Inszenierungen auf dem Reichsparteitagsgelände ließen Tausende von Menschen zu einem Bestandteil dieser Bilder werden, die Illustrierten zu dieser Zeit prägten. Die Kriegsfotografie gehörte spätestens seit der ersten Wehrmachtsausstellung 1995 zu einem gut beforschten Quellenbestand, wobei hier offiziell aufgenommene Bilder der Wehrmacht mit Knipserbildern zusammenkommen, also Fotos, die von Soldaten für den Privatgebrauch aufgenommen wurden. Ein Quellenbestand, der für die Erforschung der Kriegsverbrechen von enormer Bedeutung geworden ist. Arbeits- und Betriebsfotografie, die den Fortschritt wie auch die Effizienz in Produktionsstätten und Verwaltungen zeigt, findet sich ebenfalls im Nationalsozialismus. Hierzu gehört auch die wissenschaftliche Fotografie, zum Beispiel in der medizinischen Forschung oder in der sogenannten Rassenkunde. Presse- und Berufsfotografen haben das Leben im Nationalsozialismus aufgenommen, Feste, Aufzüge, aber auch Formen der Ausgrenzung und Verbrechen. Und schließlich blieb auch die private Fotografie ein Ort des Zusammenfindens von Freunden und Familie, der Erinnerung an die eigenen Reisen und besonderen Ereignisse. Und so lassen sich zum Beispiel die Protagonistinnen und Protagonisten des politischen Widerstands in Deutschland fast ausschließlich über private Fotografie zeigen, denn klandestine Tätigkeiten wurden selten fotografiert. Zur privaten Fotografie gehörten auch Aufnahmen ziviler Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die nicht selten auf Familienbildern auftauchen, zum Beispiel auf Bauernhöfen. Es existieren aber auch viele Fotografien, die diese Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter gegenseitig von sich machten oder auch in Fotostudios. In vielen Fällen wollten sie wohl ihren Familien damit mitteilen, dass sie sich keine Sorgen machen sollten. Und nicht zuletzt prägen die Fotografien aus den Lagern unseren Blick auf den Nationalsozialismus. Bilder, die Susan Sontag im Alter von 12 Jahren das erste Mal sah und später darüber schrieb, nichts, was ich jemals gesehen habe, hat mich so jäh, so tief und so unmittelbar getroffen. Diese Ikonen der Vernichtung, wie Cornelia Brink sie nannte, stehen der Erwartung gegenüber, die wahren Gräuel nationalsozialistischer Verbrechen zu offenbaren. In den letzten Jahren hat die Diskussion um Fotografie deutlich an Intensität zugenommen. Dies liegt zum einen daran, dass sie als historische Quelle ernster genommen wurde, anstatt zur Illustration historischer Sachverhalte beizutragen. Zum anderen stellen die historischen Fotografien gerade im Bereich der NS-Gedenkstätten ein wesentliches Element der Vermittlung dar. Oftmals verdeutlicht schon die nicht mehr existierende lagerzeitliche Bebauung, wie schwer es ist, sich die Lager nur annähernd vorzustellen. Dies wird versucht, mit historischen Bildern auszugleichen. Lange wurden die Fotografien im Nationalsozialismus in die Kategorien von Tätern, Opfern und Zuschauern unterteilt. Es scheint fast so, dass die hier grundlegende Publikation von Raul Hilberg leitend gewesen ist. Obwohl diese Unterteilung auf dem jetzigen Stand der Diskussion überholt scheint und für die Analyse wenig hilfreich, so ist ihre Entstehung doch interessant für das Verständnis der Fotogeschichte. Gedenkstätten entstanden in einer Art Rückgewinnung der Deutungsmacht über diese Orte. Weitgehend ihrer Stimme beraubt, war es Überlebenden und den unterstützenden Akteurinnen und Akteuren nun möglich, am Orte ihrer Verfolgung diese zu dokumentieren und Leid wie auch aktives Handeln der ehemaligen Gefangenen in den Mittelpunkt zu rücken. Heute stehen die Verfolgten ganz bewusst im Mittelpunkt der Gedenkstätten, auch wenn die Täterforschung auch dort Einzug gehalten hat. Dem steht ein Bilderkorpus gegenüber, der in erster Linie
aus der nationalsozialistischen Akteursperspektive aufgenommen worden ist. Hierzu gehören beispielsweise die Alben, die zu unterschiedlichen Zwecken in verschiedenen Konzentrationslagern zusammengestellt wurden. Für Ravensbrück ist das sogenannte SS-Album überliefert, das in 93 Bildern den Bau und die Funktionsweise des Lagers in den Jahren 1940 und 1941 beschreibt. Es wurden Frauen bei Planier- und Transportarbeiten fotografiert, die moderne Großküche, aber auch die Arbeitskommandos in der Textilfabrik auf dem Gelände. Folter, Hunger oder Tod wird man auf diesen Bildern nicht finden. Alles wirkt geordnet, sauber und diszipliniert. Einen ähnlichen Eindruck gewinnt man von den Fotografien, die die Bauleitung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau aufnehmen ließ. Vielfach zeigen diese Fotografien keine Personen, was den Eindruck von moderner Industriefotografie noch verstärkt. Auch für die Lager sind Aufnahmen sogenannter rassehygienischer Untersuchungen überliefert, die über das Schicksal der Menschen entschieden. Oftmals sind es sogar die einzigen Porträts, die uns von einzelnen Personen überliefert sind. Trotz des grundsätzlichen Fotoverbots haben die Aufseherinnen und Aufseher in ihrer Freizeit Aufnahmen gemacht. Sie zeigten nicht das Lager und ihre Arbeit, aber sie geben einen Eindruck der Lebensrealität dieser Männer und Frauen während ihrer Dienstzeit in den Lagern. Besuche bei Familien, Feiern und Familienzusammenführungen prägen diese Fotogruppe. Einzelnen Häftlingen und Häftlingsfrauen war es möglich, ihre Handlungsspielräume auszunutzen und abseits der Bewachung Fotos aufzunehmen. In der Literatur werden sie seit dem Werk Didi Übermanns, Bilder trotz allem, das er den überlieferten Fotografien aus dem Sonderkommando in Auschwitz-Birkenau gewidmet hat, heimliche oder illegale Fotos genannt. Für Ravensbrück sind 5 Aufnahmen überliefert, die Joanna Schwedwowska von 3 ihrer Mitgefangenen machte, an denen, wie bei ihr selbst auch, medizinische Experimente an ihren Beinen vorgenommen worden waren. Diesen Bildern kam die Aufgabe der Beweissicherung zu. Ihr Blickwinkel war jedoch durch die limitierten Möglichkeiten der Aufnahmen deutlich beschränkt. Die weitaus größte Menge an Fotografien, die die Situation in den Lagern abbilden, ist aber jene, die von den Alliierten im Zuge der Befreiung und unmittelbar danach aufgenommen wurde. Für Bergen-Belsen ist das Bild eines Baggers neben einem Leichenberg zum Symbol geworden. Das leitende Bild für das Lager St. Bostel, ein großes Kriegsgefangenenlager in Niedersachsen, das kurz vor Kriegsende als Auffanglager für KZ-Häftlinge diente, war viele Jahre lang das eines ungarischen Juden, den die No. 5 AFPU, die Army Film and Photographic Unit der britischen Armee, Ende April 1945 dort aufnahm. Es sind diese Fotografien, die während der Befreiung aufgenommen wurden, die eindrücklich das Elend und den Tod in den Lagern dokumentieren. Die meisten Lager wurden schließlich zu einem Zeitpunkt befreit, als die noch geh- und arbeitsfähigen Häftlinge auf Todesmärsche gesandt wurden und die Kränksten und Schwächsten in den Lagern sich weitgehend selbst überlassen wurden. Diese Phase folgte einer der völligen Überfüllung vor Kriegsende, als die Häftlinge größter Not, verstärkter Tötungsaktionen und Epidemien ausgesetzt waren. Fragen, die der Fotogeschichte innen wohnen, scheinen für den Nationalsozialismus und die in seinem Namen begangenen Verbrechen noch brisanter. Dies sind Fragen nach den Darstellungsmöglichkeiten der dort begangenen Gewalt, der Sichtbarmachung der Verfolgten, ohne diese nachträglich ihrer Würde zu berauben. Fragen nach der Lesbarkeit der Verbrechen in Fotografien, die in ihrer Mehrzahl zu anderen Zwecken aufgenommen wurden. Die Vermittlung der Lagergeschichte hat also mit einer Reihe von Widersprüchen zu kämpfen. Wenn den Verfolgten Gehör verschafft werden soll, stehen als fotografische Quellen vor allem Bilder zur Verfügung, die aus der Position heraus gemacht wurden, die die Taten vollbrachten. Georg Seslen bringt die Irritation auf den Punkt, wenn er schreibt: Durch die Kamera sind wir immer dort, wo wir eigentlich nicht sein sollten, im Zentrum der Gewalt. Susan Sontag fragt in ihrem Werk »Die Leiden anderer betrachten« nach der Wirkung von Gewaltfotografie.
lehrt sie, diese abzulehnen? Es gilt, den unterschiedlichen Ansprüchen an die Fotografie Rechnung zu tragen. Sicherlich geht es immer auch um eine gewisse Form der Vorstellbarkeit und damit um ein Nicht-Vergessen. Der Widerspruch, der vielen Fotos innewohnt, muss aber aufgegriffen werden. Fotografien aus den Lagern gilt es, in ihren zeitlichen Rahmen zu setzen und zu kontextualisieren, um sie zu verstehen. Dabei werden wir immer wieder an unsere Grenzen stoßen, denn vieles bleibt trotz vertiefter Analyse nicht darstellbar. Das war's schon? Das war's schon. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Andrea Genist, für den sehr konzisen, hinführenden Beitrag. Es war ja neben einer kurzen Einführung der verschiedenen Genres, die es gab, und der Bedeutung, die natürlich gerade das Bild in der Massenverbreitung hatte, schon auch ein guter Start für das, was als zweites kommt, nämlich eine Einführung in das Buch mit den unterschiedlichen Beiträgen, was mir dabei schon aufgefallen ist bei dem, was Andrea Genist gesagt hat, zum einen, dass natürlich die Fotos Beweis sein sollen, aber auch da, das werden wir vielleicht nachher auch nochmal diskutieren, ist immer die Frage, inwieweit können sie wirklich Beweis sein. Was ich auch wichtig finde, ich denke, das ist auch eine Einrichtung wie der Topographie des Terrors, ja schon die Maßgabe ist, dass wir ja keine neutrale Darstellung machen, sondern dass wir die Darstellung aus der Sicht der Opfer machen, also mit einer Empathie der Opfer, und dass wir auch Bilder, die aus ganz unterschiedlichen Zwecken gemacht worden sind, doch immer dann einmal so ansehen, dass sie vor allem die Würde der Menschen, die dort verfolgt worden sind, immer berücksichtigen und auch Acht geben, sagen, was sagen die Bilder aus, können sie vielleicht auch Horrorversionen, die manche Leute gerne sehen, anderes vervollständigen. Das ist eine knifflige Frage, gerade in Gedenkstätten, auch gerade die, wenn es um die Lager geht, aber das trotzdem umso wichtiger. Also von daher denke ich, es ist schon eine gute Hinführung in das, was wir jetzt von einer der drei Mitherausgeberinnen des Bandes hören. Frau Privatdozentin Dr. Hildegard Frühbis wird als nächstes das Wort haben. Sie ist Kunsthistorikerin, arbeitet an der Humboldt-Universität und dort im Institut für Kunst- und Bildgeschichte und hat sich mit Fotografie, gerade auch im Zusammenhang mit Verbrechen, intensiv beschäftigt. Unter anderem hat sie vor 2 Jahren etwa geschrieben über die Evidenz der Fotografie und die fotografischen Erzählweisen des Judenmordes. Das ist sehr häufig dann nicht an Lagern, sondern an Orten, die nur kurzzeitig für Mordaktionen genutzt wurden. Und selbst in den Lagern waren die Menschen häufig so kurz, dass es da vieles von dem, was Andrea ausgeführt hat, gar nicht möglich war, zu fotografieren. Aber vielleicht ist es von daher gerade interessant im Vergleich zu diesen Forschungen, die Sie gemacht haben, Frau Frühbis, zu hören, was das Besondere ist, wenn man hier die unterschiedlichen Lagerkomplexe miteinander vergleicht. Der Sammelband ist entstanden nach einer Tagung, die vor etwa 4 Jahren war. Und ich denke, dass Sie uns jetzt berichten können, einmal, warum Sie diese Tagung gemacht haben und vor allem, warum dieser Sammelband, der ja dann auch in 4 Kapitel eingeteilt wurde, diese Ausrichtung bekommen hat und was Sie in dem Diskurs, der, wie Andrea Genist ja auch schon gesagt hat, in den 80er Jahren, Cornelia Brink ist ja auch schon genannt worden, angefangen hat, was es heute in dem aktuellen Forschungsstand und Diskussionsstand beitragen konnte. Frau Frühbis, ich gebe Ihnen gerne das Wort. Dankeschön und vielen Dank für die Einleitung. Ich hoffe, dass ich den einen oder anderen Faden aufnehmen kann und dahin führen kann, womit wir es bei diesem Band zu tun haben. Ja, ich freue mich, Ihnen die Publikation heute vorstellen zu können, schon öfters erwähnt, mit dem Titel Fotografien aus den Lagern des NS-Regimes, Beweissicherung und ästhetische Praxis. Wie fast immer haben Publikationen
und die darin verhandelten Themen ihre ganz eigene Geschichte, wie eben schon angesprochen. In diesem Falle ist der Band das Ergebnis einer Konferenz, die ich im November 2016 in Graz am Zentrum für jüdische Studien ausrichten konnte. Meine Aufmerksamkeit für dieses Thema und die komplexen Herausforderungen, die sich gerade mit diesen Fotografien stellen, geht wiederum auf eine weitere Veranstaltung, eine Sommeruniversität, zurück. Diese fand ein Jahr zuvor hier in der Nähe an der Gedenkstätte Ravensbrück statt. Ravensbrück hatte 2015 zu einer ihrer Sommeruniversitäten eingeladen, in der es um das breite Spektrum der Fotografie in den Konzentrationslagern gehen sollte. Ihre Praxis wie auch ihre Funktion und Überlieferung. Die Tagung hinterließ bei mir den Eindruck, dass mit dem Thema, trotz verschiedener Anläufe in der Forschung, die seit den 1980er Jahren zu verfolgen sind, durchaus über die Historiker hinaus, auch bei den Kunsthistorikern, ein höchst herausfordernder Gegenstand angesprochen worden war, der hinsichtlich der wissenschaftlichen Auseinandersetzung wie auch der Erinnerungsarbeit, die damit in Zusammenhang steht, noch viele weiße Flecken aufzuweisen hat. Dies ist sicher mitbegründet in der Komplexität des Gegenstandes selbst, dem Sachverhalt der Erschließung fotografischer Dokumente aus den Konzentrationslagern und Ghettos des NS-Regimes. Häufig verhinderte das unreflektierte Vertrauen in den dokumentarischen Sinn der Fotografie, gerne verstanden als der Selbstabdruck der Wirklichkeit, die genauere und methodisch reflektierte Betrachtung genau dieser Fotografien. Entgegen dem lange behaupteten Selbstabdruck der Wirklichkeit ist vielmehr von einem Doppelcharakter der Fotografie zu sprechen, so bereits in der gerade angesprochenen Cornelia Brink formuliert, 1989 in ihrer Studie Ikonen der Vernichtung. Allerdings geht es ihr vor allem um die Auseinandersetzung mit den Fotografien aus den Lagern, wie sie nach 1945 verwendet wurden. In der Formulierung vom Doppelcharakter der Fotografie liegt genau die Komplexität des Gegenstandes. Deshalb einige wenige Sätze hierzu. Der Begriff zielt darauf ab, dass die fotografische Aufnahme zwar der Wirklichkeit entnommen ist, dass sie aber immer nur einen Ausschnitt dieser Wirklichkeit zeigt und abbildet. Und genau in dieser Ausschnitthaftigkeit zeigt sie eben nicht das eine und wahre Abbild, sondern nur ein Detail, und dieses wird in seiner Ausschnitthaftigkeit zur Interpretation der Wirklichkeit. Diese auf den ersten Blick vielleicht einfache Tatsache, die einzelnen Fotografien eben nur als einen Ausschnitt der Wirklichkeit zu begreifen, erfordert aber im Gegenzug die aufwendige Arbeit der historischen wie bildgeschichtlichen Kontextualisierung. Dies wiederum heißt nichts weniger als die genaue Kenntnis der Bedingungen, unter denen die Fotografien entstanden und genutzt wurden, oder die möglichst genaue Kenntnis, wozu sowohl die politischen Strukturen und Institutionen wie auch die einzelnen Fotografen und ihre Intentionen zählen. Um dies etwas anschaulicher zu machen, möchte ich mit dem Blick einer Kunst- bzw. Bildhistorikerin, auf einige wenige Themen, die in der Publikation angesprochen werden, zurückgreifen. Sie sehen hier eine Fotografie von Karl Otto Koch, dem Lagerkommandanten von Buchenwald, seit Mitte 1937. Er zeigt sich in einer weißen Sommeruniform vor einem Haus in der SS-Führersiedlung von Buchenwald. In Händen hält er seine Kamera, eine Contax 3 von Zeiss Ikon, die es seit 1936 zu kaufen gab. Das Foto stammt aus einem Fotoalbum, das von Karl und Ilse Koch zwischen 1938 und 1941 für ihren Sohn Artwin angelegt worden war. Ute Brocklage zeigt in ihrem Beitrag in der Publikation, wie Koch mittels der Fotografien ihre Auswahl, Anordnung und Kommentierung, zum Beispiel durch Bildunterschriften, im Album eine Narration seiner Lebensgeschichte anlegt. Genauer noch müsste man von einer visuellen Autobiografie hier sprechen. Auffallend ist, dass das Lager in diesen Alben als ein Ort frei von allen Grausamkeiten dargestellt wird, wie schon öfter erwähnt. Die im Lager existente alltägliche Gewalt
welche die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Häftlinge bestimmte, Misshandlungen, Strafen sowie der Tod bleiben ausgespart. Es ist davon auszugehen, dass die in diesem Handlungskontext des Fotografierens eine Art Selbstzensur angewendet wurde, die zugleich dann das Drehbuch der fotografischen Narration des gesamten Albums bestimmte. Nicht zuletzt folgte sie den Intentionen Kochs, der sich in selbstreferenzieller Weise zum Autor des Albums macht. Die Bilderzählungen dieser Alben führen zum Thema der Selbstinszenierung der SS und wie sie gesehen werden wollte. Der Aufnahme von Karl Otto Koch kann eine Fotografie von Francisco Boix gegenübergestellt werden, die im ersten Blick ein ähnliches Bildmotiv, verkürzt gesagt Mann mit Kamera, in den Fokus der Aufnahme stellt. Recherchiert man allerdings die Details der Darstellung, so wird hier ein ganz anderer Verwendungszusammenhang der Fotografie zum Thema. Dazu ausführlicher im Band der Aufsatz von Stefan Matthews. Doch zurück zu dieser Aufnahme. Francisco Boix war ein spanischer politischer Häftling, der 1941 in das Lager Mauthausen deportiert wurde in Österreich und dort im Erkennungsdienst des Konzentrationslagers arbeiten musste. Mit der Befreiung des Lagers im Mai 1945 wurde Boix zum selbsternannten Kriegsreporter. Jetzt geht die Weiterschaltung nicht. Danke. Also mit der Befreiung des Lagers im Mai 1945 wurde Boix zum selbsternannten Kriegsreporter oder War Reporter, er wählte den englischen Begriff. Als solcher fertigte er unter anderem eine ganze Fotoserie an, in denen er seine ehemaligen Häftlingskameraden einzeln oder in Gruppen vor dem Zaun oder der Lagermauer ablichtete. Danke. Obgleich sich einige Überlebende bereits zivil eingekleidet hatten, griffen sie für die Fotoserie noch einmal auf die gestreiften Häftlingsuniformjacken zurück. Sie posieren also mit der Häftlingskleidung in einer Art Reenactment. Häufig wurden fremde Nummern von den Jacken heruntergetrennt und provisorisch mit der eigenen Nummer versehen. In der linken Aufnahme kann man an dem hellen Fleck auf der Häftlingsjacke rechts erkennen, diesen Streifen der bereits abgetrennten Nummer. Auf der rechten Aufnahme dagegen hält der Porträtierte ersatzweise ein Stück Papier mit seiner ehemaligen Häftlingsnummer vor sich bzw. ins Bild. Boix selbst streifte sich die Häftlingskleidung nicht mehr über. Vielmehr zeigt er sich selbstbewusst vor dem Lagerzaun in der neuen, von ihm selbst gefundenen und selbstverwirklichten Rolle als Autor der Fotoserie. Zum Signum hierfür wird die Kamera, die er sich umgehängt hat, sowie die helle Armbinde an seinem linken Oberarm mit der englisch gehaltenen Aufschrift des War Reporters. Die Kamera, so ist festzuhalten, die im Einsatz der SS den Inhaftierten einst ihre Identität raubte, beispielsweise wenn sie auf den Fotos des Erkennungsdienstes zu Nummern und damit Teil des KZ-Systems wurden, wurde nach der Befreiung in den Händen von Boix zum Bildmedium eines neuen Selbstbewusstseins. In diesem vollzieht er den Schritt seiner persönlichen Transformation vom Inhaftierten zum aktiven, selbstbestimmten Berichterstatter. In der imaginären, die konkrete Zeit und den konkreten Raum vernachlässigende Gegenüberstellung, was ich hier mit den beiden Fotos tue, der Selbstdarstellungen einmal eines KZ-Kommandanten, Karl Otto Koch, und dem gerade befreiten Häftling Francisco Boix, lässt sich ein Moment beobachten, der beide Fotografien, trotz ihrer ganz unterschiedlichen Intentionen, miteinander verbindet. Indem Boix den Zaun des Konzentrationslagers und damit das System des Lagers hinter sich lassen kann, und in dem Sinne ist dieses Foto sozusagen ganz direkt zu lesen, steht er dem ehemaligen KZ-Kommandanten als Kriegsreporter gegenüber, der mit der Kamera Zeugnis über das ablegt, was sich jenseits dem geschönten und sauberen Bild, wie es in Kochs Fotoalben repräsentiert wird, in den Lagern abspielt.
Aber vor allem wird er als Fotoreporter zum Akteur seiner eigenen Geschichte, wie die seiner Mithäftlinge, und dies eben im Moment der Befreiung. Nicht zuletzt thematisieren die beiden Aufnahmen ein Verständnis des Soldatischen, in dem Fotografie und Krieg miteinander kombiniert werden. Sie sehen hier eine Werbezeichnung für die Kamera der Voigtländer Optik. Sie wurde unter dem Titel »Das Gesicht des Krieges« im Deutschen Kameraalmanach von 1941 veröffentlicht. Links oben im Bild zeigt sich ein Soldat mit der umgehängten Kamera. Ein Bildmotiv, wie es letztlich auch von Koch und Beuys verwendet wurde. Nach den positiven Erfahrungen der millionenfachen Amateur- und Knipserfotografie im Ersten Weltkrieg entwickelten Firmen wie Kodak, Agfa oder Voigtländer in den 1920er Jahren leichtere und einfach zu bedienende Mittelformat- und Kleinbildkameras für den Einsatz im Zweiten Weltkrieg. Dazu ist die Publikation von Petra Bob zu empfehlen. Das Zusammengehen von Fotografie und Krieg wurde von der Fotoindustrie auf vielfache Weise beworben, so auch in dieser Werbung, die den Fotoapparat der Voigtländer Optik, wie die Textzeilen zu lesen geben, als optischen Panzer vorstellt, dessen Gehäuse, in diesem Falle getroffen von einem Granatsplitter, sogar zum Lebensretter avancieren lässt. Auf den Kriegszusammenhang, also den Gebrauch der Fotografie im Krieg, verweisen auch im linken Bildfeld einmal die Feldpostkarte und das Päckchen. Nach diesem Ausflug in nur einige wenige Aspekte der in der Publikation versammelten Beiträge und vor allem das, was ich aus einer bildgeschichtlichen Perspektive gezogen habe, noch einige Bemerkungen zum Aufbau der Publikation. Der Band gliedert sich in vier Abschnitte. Der erste trägt den Titel »Der Häftlingskörper und seine Disziplinierung« und umfasst Beiträge von Lukas Meisel, von dem Sie gleich noch mehr hören werden, Sandra Starke und Elise Petit. Im Mittelpunkt der Beiträge steht das System des Lagers und sein gewaltsamer Zugriff auf die Inhaftierten sowie insbesondere die verschiedenen Formen des Strafens und Disziplinierens der Häftlinge im Lager. Mit dem zweiten Kapitel mit der Überschrift Fotografie als Medium der Selbstbehauptung wechselt der Band zu den Inhaftierten als Akteuren im Lager. In den Beiträgen, verfasst von Andrea Gennes, die Sie gerade gehört haben, Tanja Kienzel, Pavel Michner und Stefan Matthews, zu dem bereits erwähnten Francisco Beuys, werden vier Fälle von Fotografien vorgestellt, die von den Häftlingen selbst, zumeist heimlich, in den Lagern bzw. in den Ghettos in Osteuropa aufgenommen wurden. Sie alle entstanden aus ganz unterschiedlichen Motiven, aber immer in der Intention, das sichtbar zu machen, was in den von der Außenwelt strengstens abgeriegelten Mikrokosmos des Lagers geschah. Fotografien, die heimlich und von Häftlingen aufgenommen wurden, bilden sicher die kleinste Gruppe der aus den Lagern überlieferten Aufnahmen. Wie schon die Beobachtungen, die die Übermanns in seinem Buch Bilder trotz allem zu den Fotografien des Sonderkommandos am Krematorium Römisch 5 in Birkenau nahelegen, überlagern sich innerhalb dieses spezifischen Handlungskontextes Beweissicherung und Widerstand. Man kann es auch so formulieren. Die Versuche, unter höchster Gefahr in den Lagern Beweise zu sichern, werden zu Akten des Widerstands. Der dritte Abschnitt dann handelt von der Repräsentation des NS-Regimes im Lager mittels der Fotografie. Die Beiträge von Alfons Adam und Ute Rocklage fokussieren die Täterperspektive, die gerne auch als die offizielle Fotografie des NS-Regimes betitelt wird. In den Lagern und den Fotolabors des Erkennungsdienstes entstanden neben den offiziellen Aufgaben zugleich Dutzende privater und dienstlicher Fotoalben für die SS. Nicht alle sind überliefert oder bekannt geworden. Anzunehmen ist, dass viele Alben bei Kriegsende vernichtet wurden. Einige dieser Alben verschwanden, wie Rocklage in ihrem Beitrag zu den Alben des KZ-Kommandanten Koch festhält, auf die Dachböden und in die Keller, wo sie erst Jahrzehnte nach dem Krieg wiederentdeckt wurden. Und ich denke, in diesen Jahrzehnten befinden wir uns noch immer. Der Band schließt mit einem Kapitel zu den Bildmotiven der Fotografien und ihr Narrativ nach 1945. Behandelt wird hier vor allem die Rezeption der Fotografien aus den Lagern nach Ende des Weltkrieges.
in dem bereits erwähnten Fotoalbum geschaffene oder der in den bereits erwähnten Fotoalben geschaffene Eindruck von der Normalität des Lagerlebens steht im extremen Kontrast zur Drastik der Fotografien, die während der Befreiung der Lager entstanden. Sie zeigen die Massen an Leichen und ausgemergelten Überlebenden, die von der SS hinterlassen wurden und die größtenteils von den Fotografen nun des US-amerikanischen Signal Corps oder auch von den fotografischen Einheiten der Sowjetarmee angefertigt wurden. Die Beiträge von Jovan Beaufort, Liliana Radovic, Maria Schindelegger sowie Ruth Perez-Chavez folgen den häufig komplexen Wegen der Wiederauflage und Wiederverwertung der Fotografien in der Nachkriegszeit, die meist nun unter neuen historischen und politischen Direktiven eingesetzt wurden. Ich komme zum Schluss. Wie Dagmar Bahnu schon 1996 konstatierte, ich zitiere, Fotografien können die Geschichtsschreibungen ergänzen, weil sie die Mehrdeutigkeit und Widersprüche der Vergangenheit unmittelbar offenhalten. Dies ist nicht zuletzt auch das Anliegen des Bandes zu den Fotografien aus den Lagern. Die Forschungen der letzten Jahre, wie auch die in der Publikation versammelten Beiträge, zeigen, dass in den Konzentrationslagern massenhaft und auf vielfältigste Weise fotografiert wurde. Ganz wie es dem Reproduktionscharakter des modernen Massenmediums der Fotografie entspricht. Mittlerweile gehört die Fotografie zu den zentralen Medien der Erforschung des Holocaust. Die Konferenz wie die Publikation hinterließen bei mir den Eindruck, dass das Bildmedium Fotografie gerade aufgrund seiner vielfältigen Einsatzbereiche, seinen unterschiedlichsten Funktionen und Nutzungen in das Gesamtsystem Lager, seine Strukturen und Akteure hineinführt. Aus der Spannbreite der Beiträge des Bandes ergibt sich eine Geschichte, die jenseits der Großerzählungen zum NS und der Lager zu verorten ist und die auf diese Weise zu einer Art Mikrohistorie führen, die sicher nicht alles, aber vieles und dies in seinen unterschiedlichsten Facetten deutlich werden lässt. Dankeschön. Ja, von meiner Seite aus, Frau Dr. Frühbis, ganz herzlichen Dank in die Einführung. Sie haben ja auch, bevor Sie sozusagen den Band nochmal in seinen 4 Kapiteln erklärt haben, verschiedene inhaltliche Themen nochmal aufgerissen, die ja auch mit der Forschung über Bildquellen zu tun hat, gerade inwieweit wirklich eine Beweisführung an den historischen Orten damit stattfindet. Ich denke, das ist sicherlich ein Thema, auf das wir nachher nochmal eingehen können. Als letzte Person, als dritte Person in dem Reigen der Vortragenden möchte ich ganz herzlich Lukas Meisel begrüßen. Das Begrüßen fällt mir ein bisschen schwer, weil er 800 Kilometer von uns entfernt in Wien an seinem Rechner sitzt. Ich hoffe, dass das mit der Zuschaltung klappt. Zumindest auf dem Bildschirm sehe ich ihn schon. Ich hoffe, Sie können uns auch hören und wir können Sie auch gleich hören. Herr Meisel ist aus Wien zugeschaltet, weil er Wiener ist. Er hat an der Uni Wien Geschichte und Zeitgeschichte studiert, da sich auch sehr stark mit Fotografien der Lager-SS beschäftigt. Wien als Ort über Mauthausen zu arbeiten, ist eigentlich der richtige Ort dafür. Zum einen ist das Archiv der Gedenkstätte Mauthausen in Wien. Zum zweiten wurde auch schon erwähnt, Stefan Matius, der Kurator und Leiter des Forschungsarchivs auf Mauthausen, sitzt in Wien. Und zum dritten Bertrand Perz, sicherlich derjenige, der historisch am meisten über die Gedenkstätte, das Konzentrationslager und auch über die Gedenkstätte, auch darüber hat er publiziert, Mauthausen weiß, ist auch Professor an der Universität in Wien. Darüber hinaus hat Herr Meisel noch ein zweites Standbein. Das kommt auch ähnlich wie bei Andrea Genest und mir von seiner freiwilligen Zeit her. Er war als Gedenkdiener in der Gedenkstätte Yad Vashem und hat von daher dort auch häufiger gearbeitet und ist jetzt auch noch Doktorand an der Universität in Haifa. Wir haben ihn ausgewählt als einen der zahlreichen Personen, die an dem Band mitgewirkt haben, weil er sprechen wird zu uns über den Erkennungsdienst im Konzentrationslager.
Und wer die Ausstellungen der Stiftung Topographie des Terrors kennt, der weiß, dass wir auch gerade zu dem Hausgefängnis, wo wir schätzen, dass bis zu 15.000 Menschen durch das Hausgefängnis gegangen sind, ja auch sehr viele erkennungsdienstliche Fotos gemacht wurden und ein Teil davon auch heute für uns für die Arbeit zur Verfügung steht und ein kleiner Teil davon wiederum auch mit besonderen Geschichten, Biografien versehen hier in der Ausstellung ist. Von daher haben wir gedacht, gerade der Umgang mit den erkennungsdienstlichen Fotos im Konzentrationslager ist natürlich auch sehr nah an einem Kapitel, was wir in der Ausstellung haben und erhoffen uns neue Kenntnisse, die wir dann vielleicht auch später für unsere Arbeit noch benutzen können. Herr Meisel, ich erteile Ihnen gerne das Wort. Vielen herzlichen Dank für die nette Einleitung und auch einen großen Dank an die Organisatorinnen dieser Veranstaltung. Leider kann ich jetzt nicht vor Ort dabei sein, aber trotzdem ist es eine Freude, hier einen Teil meiner Forschung vorstellen zu können. Das Thema meiner Präsentation heute ist die visuelle Geschichte des Konzentrationslagers Mauthausen und basiert, wie bereits erwähnt, auf dem Beitrag in dem Sammelband bzw. Eigentlich meiner Masterarbeit zu dem Thema, die dann schlussendlich in einem Dissertationsprojekt an der Uni Haifa gemündet hat. Um das Thema kurz zu umreißen. Ich schaue mir jetzt ganz konkret oder stelle Ihnen SS-Fotografie im Konzentrationslager Mauthausen vor. Das heißt, ich beschäftige mich mit Fotografien, die von SS-Männern im Konzentrationslager Mauthausen sind nur männliche Fotografen überliefert, in der Zeit zwischen der Gründung des Lagers am 8. August 1938 bis zur Befreiung durch amerikanische Truppen am 5. Mai 1945 aufgenommen wurden. Ich werde einen Überblick über die überlieferten Fotografien anhand von fünf Fotomotivgruppen bzw. fotografischen Genres bieten. Zu den Zahlen, zu den überlieferten Fotografien, das ist ein bisschen kompliziert. Das Fotoarchiv der Gedenkstätte Mauthausen gibt an, dass rund 4000 Fotografien erhalten sind, die aus der Lagerzeit stammen. Das sind allerdings auch Fotografien mit gemeint, die während der Befreiung aufgenommen wurden und viele der Aufnahmen sind außerdem in Kopien oder in Ausschnitten mehrfach überliefert. Was man auf alle Fälle sagen muss, ist, dass nur ein kleiner Teil der im Lager Mauthausen von SS-Angehörigen aufgenommenen Fotografien tatsächlich nur ein Bruchstück überliefert sind. Der Kontext ist der Erkennungsdienst, der wurde bereits erwähnt. Was bedeutet dieser Begriff Erkennungsdienst ursprünglich? Obwohl ich jetzt in weiterer Folge auf die Fotostudios mit diesem Namen im Konzentrationslager Mauthausen zu sprechen komme, ist es wichtig, auch diesen Kontext kurz zu reflektieren. Der Begriff beschreibt ursprünglich polizeiliche Einrichtungen, die im 19. Jahrhundert im Rahmen der sogenannten Verwissenschaftlichung von Polizeiarbeit entstanden sind und bis heute global in Polizeiinstitutionen etabliert sind. Die Aufgaben sind und waren die Kategorisierung und Identifikation von Verdächtigen oder Festgenommenen in Polizeieinrichtungen und dazu gehörte ab einem gewissen Zeitpunkt auch ein standardisiertes Fotoverfahren. Zusätzlich, da diese Einrichtungen über Fotostudios und Labors im Regelfall verfügten, waren Erkennungsdienstfotografen auch vielfach in Polizeifotografie allgemein eingebunden, darunter unter anderem Tatortfotografie. In Konzentrationslagern, die ab Mitte der 30er Jahre nach einem standardisierten System etabliert wurden, waren in den sogenannten Stammlagern standardisierterweise Erkennungsdienste vorgesehen und so auch im Konzentrationslager Mauthausen. Ich stelle dem kurzen Einblick in diese Thematik drei Forschungsthesen voran. Zum einen interpretiere ich diese Fotografien als Quellen zum Selbstverständnis der Lager SS. Das heißt, angefangen von der Einrichtung von Erkennungsdiensten, also dass die Fotostudios nach diesen polizeilichen Einrichtungen gemodelt waren. Alleine das ist meiner Meinung nach schon ein erster Schritt in Richtung einer Analyse des Selbstverständnisses, das mit der Einrichtung dieser Fotostudios verbunden ist. Darüber hinaus interpretiere ich die Fotografien als Darstellungen der Konzentrationslager durch die SS mit ganz konkreter Intention
und Nutzung der Aufnahmen. Das heißt, ich schaue mir jetzt und ich zeige Ihnen Fotografien, die tatsächlich von Institutionen in Auftrag gegeben worden sind, meist von übergeordneten Stellen in der Hierarchie des Lagersystems und von den Fotografen, die in den Erkennungsdiensten arbeiten, ausgeführt worden. Es geht da weniger um individuelle Fotografie von einzelnen SS-Fotografen, sondern vielmehr um zentral organisierte Fotografie in den Konzentrationslagern, am Beispiel Mauthausen. Und der dritte Punkt ist, dass die Fotografen direkt oder indirekt fotografische Genres referenzieren, die wiederum die Entschlüsselung dieser Genres, Rückschlüsse auf die Funktion der Bilder und die Intention hinter den Aufnahmen bzw. deren Auftraggebern zulassen. Ich werde das jetzt anhand von fünf Genres zeigen und die Bilder dahingehend auch noch weiter kontextualisieren. Im Rahmen der Zeit ist es nur mal möglich, einen Überblick und vor allem auf einer deskriptiven Ebene einen Überblick zu bieten. Zum einen, und das ist die Kernaufgabe von Erkennungsdiensten, ist die Erstellung erkennungsdienstlicher Aufnahmen. Das ist ein Fotogenre, das, wie gesagt, um das Jahr 1900 nach standardisierter Form in diesen Erkennungsdiensten der Polizei etabliert wurde und von den Nationalsozialisten unter anderem in den Konzentrationslagern ebenfalls Anwendung fand. Das ist eine Aufnahme, die Hermann Höllermann zeigt, einem sogenannten politischen Häftling, der nach Mauthausen in der 1944 deportiert und kurze Zeit danach ermordet wurde. Diese Aufnahmen entsprechen im Wesentlichen, auch wenn es da Unterschiede gibt, dieser erkennungsdienstlichen Praxis auch außerhalb der Konzentrationslager, wenngleich in vielen Fällen, das ist vor allem aus den Erkennungsdienstfotos aus Auschwitz zu sehen, auch die rassistische und antisemitische Kategorisierung der Nationalsozialisten direkt erkennbar ist. Ich möchte einen Schritt weitergehen und auf die Polizeifotografie allgemein zu sprechen kommen, die auch von Erkennungsdiensten in Konzentrationslagern durchgeführt wurde und in diesem Fall als Beispiel Tatortfotografie herausnehmen. Diese Aufnahme, die repräsentativ auch für Bilder, die aus anderen Konzentrationslagern überliefert sind, hier gezeigt wird, zeigt einen vermutlich tote Person auf einer Wiese liegen. Diese Fotografien wurden ebenfalls von SS-Fotografen des Erkennungsdienstes aufgenommen und sollten sogenannte unnatürliche Todesfälle dokumentieren. Das sind zum einen sogenannte Fluchtversuche und zum anderen sogenannte Suizide. Die Aufnahme erinnert an das Genre der Tatortfotografie. Wenn man allerdings genauer analytisch sich dieser Aufnahme widmet, erkennt man, und das ist typisch für diese Bilder, dass weder die Identität des Abgebildeten noch der genaue Ort, an dem das Foto aufgenommen wurde, und auch nicht die Todesursache festgehalten wurde, was eigentlich standardisierte Elemente dieser Art der Fotografie hätten sein sollen. Diese Bilder wurden als Beweise innerhalb der SS bzw. darüber hinaus eingesetzt, um die Legalität der Taten von konkreten Wachpersonal zu beweisen. Das heißt, die Fotografien waren einerseits aus Sicht der SS ein fotografischer Beweis für diese Tötungen. In ihrem Sinne Tötungen, natürlich waren das in den meisten Fällen Morde. Zum anderen wurden sie allerdings auch über den inneren Kreis der Täter hinaus genutzt. Die Überlebenden, die mit dieser Fotografie zu tun hatten, haben in verschiedenen Zeugenaussagen belegt, dass diese Fotografien tatsächlich, wenn man so will, Fälschungen sind, da die Position der Leichen vielfach verändert wurde, um genau diesen Eindruck zum Beispiel eines Fluchtversuchs oder eines Suizids zu erzeugen. Ich komme jetzt hier auch schon auf Francisco Beugs zu sprechen, der einer dieser Überlebenden ist, der über Fotografie Zeugnis ablegen konnte. Ich habe hier ein Zitat ausgesucht, das finde ich ganz gut auf den Punkt bringt, was das Problem an diesen Fotografien, das Problematische an diesen Fotografien als Quelle auch darstellt. Ich zitiere hier, Zitat, das war nur für die Fotografien, wohingegen es in der Realität vollkommen anders war. Zitat Ende, Beugs vor dem IMT. Die paradoxe Bedeutung dieser Fotografien waren Beugs und anderen Häftlingen durchaus bewusst. Beugs war ja auch professioneller Fotograf, der auf der einen Seite diesen Bildern ein hoher Wert als Quelle anhaftet, da sie visuelle Zeugnisse aus den Lagern sind, aber auf der anderen Seite eben genau dieser Blick der Täter reproduziert wird, das nicht nur aus moralischer Sicht problematisch ist, sondern tatsächlich ein verfälschtes Bild der Lagerrealität darstellt. Ich möchte jetzt kurz überleiten, um auf die Personen hinter den Kameras zu sprechen zu kommen. Das ist natürlich ein Standardaspekt jeder fotohistorischen
Untersuchung. Zu den SS-Fotografen ist zu sagen, dass 3 SS-Männer nachgewiesen sind, die im Erkennungsdienst in Mauthausen gearbeitet haben. Das ist Friedrich Fritz Kornatz, Paul Ricken und Hermann Schindlauer. Zu Kornatz ist verhältnismäßig wenig überliefert, da er 43 eingezogen wurde und bei Kampfhandlungen ums Leben kam. Paul Ricken ist am besten dokumentiert, er war auch verhältnismäßig älter als die anderen SS-Angehörigen und bei ihm ist es auch bewiesen, dass er zumindest enthusiastischer Amateurfotograf war. Hermann Schindlauer war hingegen ein jüngerer SS-Mann, der keine Ausbildung im Fotobereich hatte. Die Biografien der 3 Männer zeigen, zumindest soweit nachweisbar, dass dass fotografische Vorqualifikationen nicht ausschlaggebend waren für die Einsetzung von SS-Männern im Erkennungsdienst, auch keine polizeilichen Vorkenntnisse waren schienen vonnöten zu sein. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass die technisch aufwendigen Aufgaben im Erkennungsdienst tatsächlich von Häftlingen ausgeführt werden mussten. Im Konzentrationslager Mauthausen waren das nicht ausschließlich spanische Häftlinge, deren Geschichte ist allerdings am besten dokumentiert. Ich nenne hier 3, dass sie nicht nur im Erkennungsdienst als Zwangsarbeiter mithelfen mussten, sie waren auch professionelle Fotografen, wie im Regelfall, dass die Häftlinge der Erkennungsdienste waren, sondern sie waren auch zentral an der Rettung der Fotografien beteiligt. Das heißt, auf der einen Seite muss man, wenn man sich mit dem visuellen Bestand zu Mauthausen beschäftigt, die Täterperspektive reflektieren, also sozusagen den Blick der Täter, der sich widerspiegelt über die Fotografien. Aber auf der anderen Seite ist der Großteil der Fotografien, der heute erhalten ist, tatsächlich auch mit der Geschichte der Häftlinge ganz unmittelbar verbunden. Der Häftlinge in extrem riskanten Widerstandshandlungen, diese Bilder zum Teil als negative versteckten während der Lagerzeit oder während der Befreiung sicherstellten. Das heißt, es gibt sozusagen diese 2 Bedeutungsebenen, die auf den Fotos zu reflektieren sind. Ich möchte es am nächsten Beispiel kurz darstellen. Das ist ein Bild, das ich der Industriefotografie oder auch Arbeitsfotografie zurechnen würde, das auch repräsentativ für das Konzentrationslager Mauthausen, aber auch darüber hinaus ist. Es zeigt Bauarbeiten im Bereich des Stammlagers Mauthausen an einer Mauer. An sich in der Ästhetik, in dem Bildaufbau entspricht es tatsächlich der damals üblichen Darstellung von Bauarbeiten oder Industriebetrieben. Demnach würde man jetzt auf den ersten Blick nicht unmittelbar die Gewalt sehen, die hinter diesem ganzen System steckt. Diese Bilder sind ganz selten mit direkter Gewalt, es ist sehr selten direkte Gewalt ersichtlich. Allerdings, wenn man hier genauer hinzoomt, sieht man auch, dass die Häftlinge, die im Vordergrund zu sehen sind, anhand ihrer Kategorisierung als Spanier ausgewiesen sind. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum dieses Bild heute noch der Forschung zur Verfügung steht, da die spanischen Häftlinge vor allem auch Quellen zu ihrer eigenen Lagergeschichte bzw. der ihrer deportierten Gruppe sammelten. Ein weiteres fotografisches Genre ist die Betriebsfotografie. Auch diese ist, wenn man so möchte, in anderen Konzentrationslagern nachweisbar. Wenn man so bezeichnen möchte, es klingt natürlich sehr zynisch, ein Konzentrationslager als Betrieb nur zu betrachten. Allerdings die Form, etwa Besuche von Delegationen festzuhalten, entspricht dem fotografischen Genre in dieser Hinsicht. Hier ein Besuch von Heinrich Himmler, im Hintergrund sieht man auch Ernst Kaltenbrunner im Steinbruch von Mauthausen. Diese Besuche sind nicht nur von hohen NS-Funktionären durchgeführt worden, sondern durchaus auch von Privatbetrieben oder von etwa Polizeieinrichtungen, um wieder eine Verbindung zur Polizei zu betonen. Diese Bilder sind auch eng verbunden mit Aufnahmen, die gerne auch zur Illustration der Täter benutzt werden, die allerdings Fragen aufwerfen, die meiner Meinung nach in kritischer historischer Forschung ganz zentral sein sollten, nämlich dass es natürlich sich dabei auch um eine ganz bewusste Inszenierung der SS-Männer als kameradschaftlich, als sich auch gut verstehend darstellt. Wir wissen aus zahlreichen anderen Quellen, dass dies nicht unbedingt der Fall war, dass es sehr viele Spannungen auch unter den Tätern gab und zum anderen auch diese Fotografien als Quellen der Netzwerkanalyse hervorragend verwendet werden können, wie etwa ein Projekt von Christopher Busch, Stefan Hördler und Robert Jan van Pelt zu dem sogenannten Höcker-Album aus Auschwitz zeigt oder eine neuere Untersuchung, wo auch neben Hördler Christoph Kreuzmüller und Tal Brutmann mitgearbeitet haben. Das heißt, der Gehalt an Information dieser Fotografien erschließt sich nicht unmittelbar sofort. Wenn man allerdings eine vertiefende Analyse anwendet, kann man da sehr viele Informationen zusätzlich herausziehen.
Dieser Bereich, den ich jetzt noch kurz ansprechen möchte, semi-private Fotografie, ich formuliere das vorsichtig, da ich glaube, dass das Private immer sehr stark im Kontext verstanden werden muss. Ich zeige hier einen Ausschnitt eines privaten Fotoalbums eines SS-Mannes aus Mauthausen. Man sieht die selbstbewusste und positiv konnotierte Beschriftung dieser Aufnahmen. Das untere Bild ist meines Wissens nach nicht, da ist der Fotograf nicht klar eruierbar. Die andere Aufnahme links oben, auf der man, wenn man genau hinsieht, auch ein kleines Kreuzchen sieht, wo sich der Albumsersteller offenbar selbst wiedergefunden haben will, ist allerdings auch noch weitest überliefert worden über die Rettungsaktionen der Fotos durch spanische Häftlinge. Demnach sieht man, dass dieses vermeintlich private Album auch Fotografien der offiziellen Bildproduktion des Konzentrationslagers beinhaltet, also die offizielle Bildsprache und die offizielle Bildästhetik der Lager-SS direkte Einfluss nahm auf das private Fotoalbum, das in diesem Fall auch nicht nur Bilder aus der Konzentrationslagerzeit zeigt. Ich möchte zum Abschluss auf den Dualismus hinweisen, der in diesen Fotografien steckt. Ich meine jetzt ganz konkret die Fotografien aus dem Konzentrationslager Mauthausen. Auf der einen Seite als Dokumente der Täter, auf der anderen Seite aber eben auch als Dokumente des Widerstands im Lager, da die Geschichte der Häftlinge auch tatsächlich in diese Fotografien mit einfließt. Zum einen sind sie, wenn sie positive sind, ganz oft auf der Rückseite beschrieben, mit zum Teil auch Interpretationen der Motive. Zum anderen, wie ich an diesem Beispiel zeigen möchte, auch ganz konkret in die Bilder eingeschrieben wurde. Das ist eine ganz grausame Aufnahme der öffentlichen Hinrichtung von Hans Bonarewitz, der leider vergeblich versuchte, aus dem Lager Mauthausen zu fliehen, wieder aufgegriffen wurde und öffentlich unter Anwesenheit der Häftlinge und des Lagerorchesters hingerichtet wurde. Es gibt verschiedene Aufnahmen, die von spanischen Häftlingen hier überliefert sind. Diese Aufnahme ganz konkret zeigt auch, dass sich Überlebende wiedererkannt haben und das Foto zusätzlich beschriftet haben, um den authentischen Gehalt der Aufnahme zu belegen. Das heißt, das ist wirklich was sehr Konkretes in der Fotoanalyse dieser Bilder, dass man diesen Dualismus, diese zweifache Bedeutung mit bedenken muss. Zur Conclusio, vier Gedanken, die vielleicht auch in der Diskussion noch besprochen werden können. Zum einen interpretiere ich diese SS-Fotografien als Aufnahmen, die ein idealisiertes Bild der Konzentrationslager aus Sicht der Täterinnen zeigt. Das ist insofern problematisch. Ich komme ja auch aus der Gedenkstättenpädagogik. Die Bilder transportieren tatsächlich ein Bild, das eben nicht der Lagerrealität für die Häftlinge entspricht. Und das ist mit ganz konkreten Intentionen der Täter verbunden gewesen. Die Fotografien dokumentieren aber auch verschiedene Lagerphasen und damit zusammenhängend praktische und ideologische Ziele der SS, verdienen demnach auch als Quelle eigenständig beforscht zu werden. Die Motive spiegeln auch darüber hinaus über den Inhalt der Aufnahme selbst das Selbstverständnis der Erkennungsdienste bzw. der Lagerverwaltung oder der SS allgemein als polizeiliche Institutionen wider, ein Themenfeld für sich. Und abschließend sind sie Quellen zu Aspekten der Lagergeschichte, die in schriftlichen Dokumenten nicht festgehalten wurden bzw. nur teilweise überliefert sind. Vielen Dank für die Möglichkeit, nochmal hier einen kurzen Einblick in meine Forschung zu bieten, und ich freue mich auf die Diskussion. Ja, auch von meiner Seite aus ist so okay, das Mikrofon, kann man mich hören? Ich hoffe, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Bildschirm können das auch jetzt gut verfolgen, weil wir ja schon in zwei Räumen sitzen und miteinander diskutieren müssen. Auch von meiner Seite aus nochmal sehr herzlichen Dank. Ich denke, gerade so die Frage nach Täternarrativ, Opfernarrativ ist sicherlich schon eine Frage, die uns immer begleitet und die auch unterschiedlich zu interpretieren ist. Ich würde gerne als erstes die beiden Damen neben mir und den Herrn in Wien fragen, gibt es nach dem, was Sie vorher gehört haben, Kommentare zu anderen Vorträgen, die Sie gerne ansprechen möchten? Haben Sie gemerkt, dass Sie was Wichtiges noch ergänzen möchten? Dann würde ich um eine Wortmeldung bitten. Wenn ich, ja bitte. Also zu Lukas Meisels Vortrag. Wir kennen uns ja aus von der Tagung. Also du hast die Genres erwähnt, und das führt bei mir immer zu dem Gedanken, inwieweit eben diese Fotografien aus den Lagern über das Lager hinaus
von Bedeutung sind oder Wichtigkeiten haben in der Hinsicht, als dass, wenn man vom Genre redet, greift man ja letztendlich zurück darauf, dass die Fotografien Bildgattungen aufgreifen oder diese Fotografietypen, wie sie im Lager verwendet wurden, auf Bildlichkeiten, Bildtypen zurückgreifen, die jenseits eben des NS-Regimes schon entstanden und geschaffen worden sind. Also die Frage wäre konkret, inwieweit du in deinen Forschungen dir das helfen kann oder schon geholfen hat, sozusagen in diese bildgeschichtlichen Motivtraditionen hineinzuschauen. Bitte. Ja? Herr Meisel, Sie haben uns gehört und dürfen uns gerne antworten. Vielen Dank. Das ist eine ganz spannende Frage. Ich glaube, das führt auch zu einem Kern meines Forschungsinteresses, nämlich gibt es tatsächlich eine spezifisch nationalsozialistische Darstellung der Konzentrationslager? Und ich glaube, dass das bis zu einem gewissen Grad nicht der Fall ist, sondern dass die Darstellung der Lager eben über etablierte Genres funktioniert hat, auch die Funktionen erfüllt hat, die Fotografie im Wesentlichen erfüllt haben hätte sollen. Es ist aber mit Vorsicht zu genießen, dieses Statement, da ein Großteil der Fotografien ja trotzdem nicht erhalten sind und Überlebendenberichte vermuten lassen, dass gerade die besonders gewalttätigen Aufnahmen nicht erhalten sind. Ich habe vorher dieses grauenhafte Foto von der Hinrichtung von Herrn Bonarewitz gezeigt. Das sind Bilder, die normalerweise nicht erhalten sind, die allerdings sehr wohl aufgenommen wurden. Und da wäre ich vorsichtig, halt nicht den spezifisch nationalsozialistischen Charakter der Inszenierung und Ideologie zu sehen. Aber ich glaube, gerade in der Dokumentation der Lager und über die Erkennungsdienste, die erkennungsdienstliche Polizeifotografie, sieht man, dass da sehr wohl Genretypen, Bildgattungen direkt übernommen wurden. Danke. Ich würde, also ganz herzlichen Dank nochmal. Ich denke, durch die drei Beiträge, gerade durch den letzten, haben wir einen konkreten Einblick nochmal bekommen in Ausschnitte. Das Thema ist umfassend. Deshalb würde ich gerne nochmal auf den Untertitel des Buches zurückkommen. Also Beweissicherung und ästhetische Praxis. Und würde da gerne nochmal fragen, was Sie mit den beiden doch sehr unterschiedlichen Begriffen meinen, beziehungsweise kann dann auch gerne meine Position dazu tun. Vielleicht kommen wir da auch nochmal in den Diskurs. Also warum haben Sie diese beiden Untertitelbegriffe gewählt? Weil es also letztendlich zwei Themenstränge sind in Hinsicht auf diese Fotografien, die mir immer wieder während der Konferenz und dann natürlich auch beim Redigieren des Bandes durch den Kopf gegangen sind, dass es eigentlich sozusagen, oder für mich zumindest aus einer bild- und kunsthistorischen Perspektive, zwei Stränge sind, die in diesen Fotografien zusammenkommen. Mit der ästhetischen, wie habe ich es genau genannt, ästhetische Praxis, bin ich nicht immer ganz so glücklich, aber nur deswegen, weil ästhetische Praxis natürlich im Populärgebrauch wahrscheinlich immer meint, dass Ästhetik etwas Schönes oder so etwas Ähnliches oder mit dem Schönen, Edlen und Guten zu tun hat und dass Ästhetik auch im Bereich, also Ästhetik ja so viel wie Wahrnehmungszusammenhänge betrifft, eigentlich nicht so eingeschränkt eben zu begreifen ist. Aber ein besserer Begriff ist mir da nicht eingefallen. Mit diesem Ästhetischen soll letztendlich darauf eben hingewiesen werden, das, was ich vielleicht jetzt auch in der letzten Frage aufgenommen habe, dass diese Bildmotive, die, oder dass einem die Fotografien, so wie sie einem begegnen, eben zugleich gestalterische Momente enthalten, Bildmotive, die sozusagen ja, dem Lager und dem KZ, dem NS vorgängig sind. Also Sie können zum Beispiel ja auch in die, wie gerade eben wieder von Lukas Meisel erwähnt, in die Kriminalistik hineinführen. Oder Sie haben jetzt hier die Ausstellung zum Kalten Blick, wo die Anthropologie auch beleuchtet wird, wie sie im Zusammenhang des NS-Regimes praktiziert worden ist. Aber eben gerade die Anthropologie hat eine lange Bildgeschichte, die ins 19. Jahrhundert zurückreicht und die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, wo sie zu einem Bildmedium wird, in dem sie eben den Körper, die Physis erfasst und aufgrund dieser Erfassungsmechanismen, Opfermessung, Zeichnung und eben Fotografie Bilder schafft,
mit denen eben eigentlich ein Ordnungssystem errichtet wird, das dann im NS in einer ganz spezifischen Weise wieder gebraucht wird. Und ich denke, genau darin sind eben diese Überschneidungen zu einer, könnte man sagen, erweiterten Bildgeschichte des NS. Ja, und die Beweissicherung war klar, dass das zumindest in dem Kontext, in dem es in der Konferenz und auch in den Aufsätzen und wie ich bei Ihnen bemerke, bei den Nachfragen, ja auch ein, also eher fast der Fokus darauf ist, auf der Beweissicherung, dass das eben ein anderes oder zumindest ein großes Thema in Hinsicht der Fotografie, wenn sie sich mit dem NS, insbesondere mit den Lagerfotografien auseinandersetzt. Herr Meisel, wenn Sie sich beteiligen wollen, müssen Sie sich melden, dass ich Sie sehen kann. Aber ich habe gesehen, dass Andrea Gennes dazu noch was sagen wollte. Bitte. Ja, ich würde gerne noch ein Beispiel hinzufügen, und zwar aus dem Beitrag, den ich in dem Buch habe, über die heimlichen Fotos, die in Ravensbrück aufgenommen wurden. Und ein Bild war ja auch zu sehen auf der PowerPoint, die ich gezeigt habe, nämlich dass die Frauen an den Beinen, vor allem die Beine fotografiert wurden, an denen halt die Operationen ein Jahr zuvor stattgefunden hatten. Man sah sie nicht mehr so gut auf den Bildern. Aber ich finde es sehr auffällig, dass diese Frauen sich in eine bestimmte Pose auch gestellt haben, die aus der Werbefotografie eigentlich bekannt ist. Nicht übermäßig, aber man sieht diese Andeutung. Ich denke, dass es schon noch so eine Form von Selbsteinordnung derer gibt, die fotografiert werden in Bildtypen, die einfach auch bekannt waren. Also vielleicht darf ich dann, warum ich nach den beiden Unterbegriffen gefragt habe, von mir aus nochmal erklären. Also Ästhetik ist, wissen wir, ist ja nicht nur die Wissenschaft vom Schönen, das war sie vielleicht im 19. Jahrhundert noch, sondern von der Wahrnehmung. Aber eine ästhetische Praxis hat dann doch so den, für mich den Untergeschwang, ja, das geht um auch das Schöne, um eine entsprechende Wahrnehmung. Deshalb hat mich das etwas gestört. Und deshalb habe ich nachgefragt. Und was die Beweissicherung angeht, ich denke, das haben wir ja auch in allen Beiträgen gehört. Das ist ja, also die Fotografie ist eine Quelle und als Historiker sieht man die natürlich auch. Und was wichtig für einen Historiker ist, wo er sich nicht auskennt, ist sozusagen die Fotografiegeschichte oder die Kunstgeschichte. Also das ist genau das, was Sie gesagt haben, sagen, was die Geschichte von der anthropologischen Fotografie und sowas. Das ist das, was wir eigentlich brauchen, um unsere Fotos, die wir normalerweise nutzen, besser verstehen zu können. Denn ob die, was dann auch kam, ob sie wirklich auch selbst bei Beuys oder auch bei Henry Cross, der ja auch unterschiedliche Fotos gemacht hat, er hat einmal Fotos für den Ältestenrat gemacht und dann hat er noch private Fotos gemacht. Und ich finde, in allen Fotos ist eigentlich immer bei ihm so die Bemühung, die Würde seiner Mitghetto-Gefangenen deutlich zu machen, sehr stark zu sehen. Aber die Realität im Lager kommt nicht vor. Also es gibt auch zum Beispiel in Ghetto Litzmannstadt gibt es ja so gut wie keine Aufnahmen von dem Zigeunerlager, das es dort noch gegeben hat, also wo ja auch 5000 Sinti und Roma inhaftiert waren, noch mal unter schlechteren Bedingungen als die Juden. Herr Beuys hat keine Aufnahmen gemacht, also was mir Mauthausen einfällt, ist natürlich, sind die Verbrechen, die in der Gaskammer passiert sind oder die Bemühungen von in sowjetischen Kriegsgefangenen auszubrechen, wo klar war, sie können nur ausbrechen, wenn ein Großteil von ihnen dabei erschossen wird. Also das sind ja Situationen, die dann doch die Realität im Lager eigentlich nicht darspielen. Und selbst diese Ikonen der Brutalität, wie in Dachau zum Beispiel im Bahnhof oder wie in Bergen-Belsen, was ja auch schon zitiert wurde, die zeigen auf der anderen Seite wieder nicht das Lager, weil Bergen-Belsen war eigentlich nicht so ein Lager, sondern es ist nur die letzten Monate zu diesem Lager geworden. Also es ist von daher, denke ich, ungemein wichtig, nicht zu glauben, dass man bei diesen Fotos wirklich das sieht, was dort ist, sondern dass man ganz, ganz viel dahinter wissen muss. Und das fand ich auch sehr schön, auch durch die Kategorisierung, die hier vorgenommen wurde, dass wir sagen, wo wir da eher Laien sind und uns amateurhaft an das Thema ranwagen, dass uns nochmal deutlich wird, wie vielschichtig dieses Thema eigentlich auch ist und wie wir an dem Thema weiter vorankommen müssen. Herr Meisel, haben Sie sich gemeldet oder habe ich das falsch interpretiert? Tatsächlich ganz kurz was auch anmerken wollen, nämlich zum Begriff der Fotografie ist Beweis. Ich glaube, was gerade bei Täterfotografie auch ein spannender Aspekt ist, dass die Fotografien ja in ihrer ursprünglichen Intention auch als Beweise angelegt wurden in vielerlei Hinsicht. Also wenn man sich zum Beispiel die Fotografien von den
sogenannten auf der Flucht Erschossenen ansieht, dann war die Fotografie aus Sicht der Täter auch ein Beweis für etwas. Und ich glaube, diese Ebene ist spannend zu reflektieren, insbesondere auch in der Vermittlungsarbeit. Und demnach sollten aber genau solche Fotografien eben nicht als Beweise im Nachhinein als für die Lagerrealität angewandt werden, sondern im Endeffekt genau für das Gegenteil, aber als Quelle für die Täter und Täterinnen. Oftmals viel mehr als für das, was man eigentlich darauf sieht. Ja, da würde ich ganz kurz nochmal kurz anschließen, weil ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass wenn es nicht, also dass wir eben dann Mangel nachgewiesen würde der Fotografie, dass sie eben nicht einfach den Beweis liefern kann für eben zum Beispiel die Vergasung in den Krematorien oder so ähnlich. Aber ich finde es ja, oder das eher, was mir eher aufgefallen ist im Gegenzug ist, eben das, was ich diesen Mikrokosmos des Lagers bezeichnen möchte, dass die also auch dort, wo die Fotografie, sagen wir mal, nicht die, das beantworten kann, was vielleicht was von manchen Seiten als Frage an sie gestellt wird, weist ja dennoch immer wieder, so wie wir sehen, also wie ein Ausschlussmodell trotzdem auf dieses Systemlager hin. Und das ist genau, also was man natürlich einem dann immer wieder vor neue Themen stellt, was man komplex benennen kann oder die vielen Facetten, die das Lager an sich hatte. Also dass zum Beispiel eben Fotografien im Erkennungsdienst auf der einen Seite aufgenommen worden sind, private Fotografien, wo man zwischen Tätern und Opfern unterscheiden muss und so fort. Aber genau auf diesem Wege führen sie in die Geschichte, Mikrogeschichte der Lager hinein. Und vielleicht zum Moment des Beweises, da würde ich sagen, da muss man eben dann auch wieder seine eigene Begrifflichkeit beziehungsweise die Reflexion neu anstellen, für was sollten die Fotos jeweils der Beweis sein. Weil ich meine, die großen Beispiele kennen wir mittlerweile, eben zum Beispiel das Lilly-Jakob-Album. Aus Täterperspektive ist vereinfacht gesagt, aber es stellt ja damit die Frage, was wollte diese Lageradministration mit diesem Album letztendlich evident werden lassen, weil sie hat bewusst diese Fotografien hergestellt und benutzt. Ja, deshalb habe ich ja nach dem Begriff auch nochmal gefragt, was meint sie unter Beweissicherung? Weil als Historiker, wenn man solche Fotos sieht, versucht man natürlich das als eine Quelle, die genauso kritisch wie andere Quellen zu betrachten ist, zu versuchen, sich der Geschichte zu nähern. Und wir müssen nur in eine Ausstellung gehen, dann sehen Sie ja, dass eine Bildquelle natürlich einen ganz anderen Wert hat, auch als Wahrnehmung, also einen ästhetischen Wert als eine Schriftquelle. Also wenn wir jetzt ein Dokument hätten oder was anderes, das ist ja auch keine Frage. Aber mein Beweis kann ja einmal sein, sozusagen historisch nachzuweisen. Was wir heute sehr häufig haben, ist ja sozusagen, dass man diese Bilder als Beweis nutzt, um sich sozusagen moralisch auf eine Seite zu schlagen, ohne dass man historisch exakt ist. Also man sieht ja dann in Zusammenhängen auch Bilder, gerade auch brutale Bilder, die gar nicht in die Zusammenhänge passen. Also auch das, also es gibt ganz unterschiedliche Ebenen von Beweis mit mehr oder weniger problematisch. Konnotation. Deshalb habe ich Sie ja noch mal fragen wollen, was Sie eigentlich mit diesem Begriff Beweissicherung auch meinen. Aber ich glaube, das ist auch der spannende Punkt, dass wir heute vielleicht mit einem eher forensischen Blick darauf gucken. Die Beweissicherung, wie sie auch gerade von Hildegard angesprochen wurde, eher in die Richtung ging, anzunehmen, einen gewissen Stolz auf die eigene Arbeit, eine gewisse Selbstgefälligkeit auch auf die eigene Arbeit zu zeigen oder auch die gute Organisation in einem Lager, was die Bilder auch ohne Menschen durchaus zeigen. Und auch die Fotografien, die von den Häftlingen gemacht wurden, haben den Beweisfaktor, weil sie auch später erzählt haben, sie sich nicht sicher waren, ob sie selber überleben können, um darüber berichten zu können. Und hier gibt es aber noch einen anderen Beweis, nämlich den, dass die Bilder, die gemacht wurden, zeigen, dass sie an der Stelle gemacht werden konnten. Und die Bilder, die nicht gemacht wurden, zeigen, dass sie eben nicht möglich waren. Und das zeigt nochmal auch mehr über die Handlungsspielräume. Ja, das war genau der Moment, wo ich meine, also das, was sie nicht tun können, verweist ja genau auf die Struktur des Lagers. Ja. Und die sind natürlich, um das viel gerühmte oder viel gebrauchte Begriff wieder zu benutzen, Kontextualisierung ist eben alles. Und dass natürlich Fotografie
nicht alleine steht als Quelle, wie wahrscheinlich jeder Text oder jede Textquelle auch nicht für sich alleine steht. Das wäre ein großes Missverständnis und ich denke, über die Phase sind wir aber relativ lange hinaus, dass, oder doch hinaus, dass ein einzelnes Foto sozusagen die ganze, das ganze Bild des Lagers oder des NS zeigen könnte. Vielleicht war das ein gutes Schlusswort. Also wir sehen, es ist ein spannendes Buch. Ich kann die Lektüre und da vorher den Kauf auf jeden Fall bei Fanden, Huck und Ruprecht sehr empfehlen. Ich denke, es ist nochmal deutlich geworden, dass Fotografie eine spannende Quelle ist, ein spannender Beweis, dass es stattgefunden hat, genauso wie unsere Orte, Ravensbrück-Topografie, auch ein Beweis dafür ist, dass die Verbrechen stattgefunden hatten. Wenn man hier rausguckt, wie man sieht, sieht man nichts. Also auch diese historischen Beweise am Ort muss man auch interpretieren und muss man auch kontextualisieren. Also das ist, gilt für alle. Aber ich denke, wir haben uns, oder mir ist zumindest deutlich geworden, wie vielschichtig das auch ist und dass man eigentlich, wenn man, also je komplexer das Dokument ist, mit dem man was beweisen will, desto mehr muss man eigentlich darüber wissen, um es auch richtig interpretieren zu können. Und das mag hoffentlich eine Anregung sein, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen. Auf jeden Fall machen wir heute mit der Beschäftigung Schluss. Ich danke allen, die mitdiskutiert haben. Andrea Gennes, die auch Mitveranstalterin war, Frau Frühbis, die das Ganze mitorganisiert hat, ohne die das Buch auch wohl nicht zustande gekommen wäre, so wie ich das verstanden habe. Dafür herzlichen Dank. Und Herrn Meisel, herzlichen Dank für die konkrete Hinführung nochmal zu Mauthausen und Ihnen viel Glück für Ihre Doktorarbeit. Und allen anderen wünsche ich einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und kommen Sie bald wieder, wenn auch nur virtuell, zu unseren Veranstaltungen. Auf Wiedersehen.